Cinemax Highlights, die Höhepunkte der Woche. Das sind unsere Themen. Designmetropole. Junge Kreative auf dem International Design Festival in Berlin. Fußballfieber. Der Schweizer Sänger Baschi und seine Hymne für die Euro 08. Sondermodelle. Trikes. Extravagantes Fahrgefühl auf drei Rädern. Euromax Highlights. Im Studio Corinna Walters. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Hier sind die besten Geschichten aus Europa. Ja, für Macher und Fans von Comics ist dies ein ganz wichtiger Termin, der internationale Comic-Salon in Erlangen im Süden Deutschlands. Eines der wichtigsten Festivals der Branche. In diesem Jahr waren rund 300 Künstler mit dabei. Zu ihnen gehört der Deutsche Hendrik Dorgarten. Ein Mann, der nicht nur selbst Comics zeichnet, sondern diese Kunst sogar als Professor lehrt. Für die große Welt der kleinen Bildgeschichten sind Fans und Künstler aus ganz Europa nach Erlangen in Bayern gekommen. Darunter Hendrik Dorgarten, einer der besten Comic-Künstler Deutschlands und Träger des Max- und Moritz-Preises. Also für mich hat der Comic-Salon eigentlich eine sehr große Bedeutung, weil Erlangen hat eigentlich meine ganze Karriere begleitet. Ich habe vor 10, 15 Jahren hier schon mal eine Einzelausstellung gehabt. Ich habe den Preis hier bekommen, also ich bin der Stadt schon sehr verbunden. Der Künstler wird dieses Jahr mit einer großen Einzelausstellung geehrt. Der 51-Jährige aus Mülheim an der Ruhr hat mit seiner Kunst dazu beigetragen, dass Comics heute als Kulturgut anerkannt sind. Neben zahlreichen Illustrationen schuf er kurze Animationsfilme und Comicbücher. Slow ist sein neuestes, eine Sammlung von Kurzgeschichten und Zeichnungen. Also die Einzigartigkeit von Comics liegt eben begründet in dem Nebeneinander von Schrift und Bild. Wenn es gut gemacht ist und der Leser gelernt hat, Comics zu lesen, dann springen zwischen diesen beiden Ebenen einfach ständig die Funken hin und her. Hendrik Dorgarten ist ein großer Fan seines französischen Kollegen Christophe Blaine, dessen Arbeiten auf dem Comic-Salon zu sehen sind. Der Franzose habe ganz neue grafische Erzählweisen entwickelt, lobt Dorgarten. Gerade sind Blaines neue Wildwest-Geschichten seines Helden Güss erschienen. Sie erzählen von Sehnsüchten, Erfahrungen und Neugier. Christoph Blaine macht aus, dass er ein unglaublich guter Zeichner ist und ich war eigentlich auf den ersten Blick verliebt in diese Zeichnungen. Und jetzt hier die Originale zu sehen, ist natürlich für einen Zeichner nochmal ein ganz besonderer Spaß, weil man alle Korrekturen sieht und auch den Strich viel genauer als im Druck betrachten kann. Das Comiczeichner-Seminar. Seit mehr als 20 Jahren ist es wichtiger Bestandteil des Comic-Salons. Handverlesene Nachwuchskünstler arbeiten hier an ihrem Zeichenstil. Dorgarten schaut hier immer vorbei. Das Seminar gibt einen Blick, wie die Comics der Zukunft aussehen könnten. Der Erfolg liegt aber nicht nur am Zeichenstil. Ein Comic muss eine gute Geschichte haben. Also man verzeiht einem Comic leicht, wenn der Zeichner noch nicht so gut ist. Wenn die Geschichte schlecht ist, es fehlt die Seele. Manhua sind Comics aus China und heißen auf Deutsch humorvolle Zeichnungen. Sie erinnern an japanische Mangas und werden zum ersten Mal auf dem Festival präsentiert. 17 Manhua-Künstler sind nach Erlangen gekommen. Der Boom der Mangas, ausgelöst durch Japan, der hat sich eben in allen asiatischen Ländern niedergeschlagen, in Korea genauso. Man trifft die gleichen Roboter, Märchengeschichten, Tiergeschichten und so weiter wie überall sonst auch. Obwohl jetzt rein technisch gesehen die Sachen schon sehr gut sind. Die Comic-Fans haben bis Sonntag Zeit, sich davon zu überzeugen. Die Veranstalter rechnen mit 25.000 neugierigen Besuchern.
Ja, wir bleiben in Deutschland und besuchen ein anderes Festival, das DMY in Berlin. Das steht für Design My Youngster, denn hier zeigen vor allem junge Kreative ihre Arbeiten. Keine andere Stadt in Deutschland ist derzeit bei Designern so angesagt wie Berlin. Und beim DMY dürfen nicht nur lokale Designer, sondern auch Kreative aus anderen Städten und Ländern ihre Sachen präsentieren. Experimentell, gewagt, am Puls der Zeit. Bücherregale zum Zurechtbiegen, Radios als Metaware oder ein Wischmopp in Hundegestalt. Das DMY International Design Festival bietet Kreativen aus der ganzen Welt eine Bühne. Vor allem Nachwuchstalenten. In der Arena in Berlin, einer ehemaligen Fabrikhalle, gestalten 150 Jungdesigner auf 7000 Quadratmetern ihre eigene Welt. Berlin entwickelt sich gerade extrem. Es wird die nächste Designmetropole. Hier hat man viel Freiheit. Man braucht sich nur umzuschauen. Lauter verrücktes Zeug. Ich glaube, es ist auch irgendwie im Sinne der Veranstalter, dass da Sachen passieren, die jetzt nicht wirklich 100% Mainstream sind, sondern die auch eine gewisse Zukunftsrichtung vielleicht vorgeben. Mark Braun zeigt seine Leuchtenserie Lingua aus phosphoreszierendem Stahl im Maiblech. Wenn man sie ausknipst, leuchten sie nach. Die Lampenschirme, eine Symbiose aus moderner Formgestaltung und traditioneller Herstellung. Ich finde, es ist ein Stück weit auch eine Aufgabe, altes, gewachsenes Know-how zu entdecken und in der Gegenwart wahrzuhalten und auch in die Zukunft wieder zu bringen. Der 32-jährige Berliner hat sich in der Designerszene bereits einen Namen gemacht. Er entwirft hauptsächlich Geschirr und Wohnaccessoires. Einiges davon hat er bereits auf internationalen Designmessen präsentiert, wie in London und Mailand, und damit Preise gewonnen. Es lohnt sich immer, weil man Feedback auf seine Arbeit bekommt. Und gerade hier, wo auch Endverbraucher, also einfach Kunden, die das dann vielleicht mal in der Küche hängen haben, die einem sagen, hey, das gefällt mir gut. Oder naja, vielleicht, warum ist es nicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner? Oder manche fangen einfach an, mit dir zu diskutieren. Das finde ich am besten. Aber auch der Austausch untereinander ist den Teilnehmern des Festivals wichtig. Kontakte knüpfen mit Kollegen aus der ganzen Welt. Aus Österreich angereist sind die Gründer des Labels Breaded Escalope, zu Deutsch Wiener Schnitzel. Sie stellen gleich an ihrem Stand ihre Möbel her. Hocker aus Kunstharz, jeder für sich ein Unikat. Ich denke, dass der Trend im Moment dahin geht, dass es immer mehr individuell gestaltetes Design gibt. Das heißt, dass Objekte durch den Käufer oder durch den Konsumenten selber beeinflusst werden oder dass jedes Objekt auch eine ganz eigene Form hat durch die Benutzung, durch die Herstellungsprozess. Auch Designstudenten bekommen hier eine Bühne. Etwa für Sitzlandschaften aus Pappkarton oder Neonkunst. Wenn man sich hier so umschaut und all die guten Sachen sieht, wird man richtig ins Geschehen hineingezogen. Das sind wirklich urviele, wirklich Sachen, wo ich am liebsten danach einbrechen würde und so einiges. 5 Tage lang wird an verschiedenen Orten der deutschen Hauptstadt gutes Design gezeigt. Auch in den Nachtclubs. Schönes will eben gebührend gefeiert werden. Am 7. Juni hat das Warten für Fußballfans ein Ende. Da startet die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Gleich 2 Gastgeberländer, das ist ungewöhnlich. Und so gibt es auch nicht nur eine Hymne, sondern gleich mehrere. Enrique Iglesias singt die UEFA-Hymne. Shaggy singt mit den Maskottchen. Christina Stürmer singt für Österreich. Und da kann die Schweiz natürlich nicht zurückstehen. Sie schickt Sebastian Bürgin, genannt Baschi, ins Hymnenrennen. Das Lied Wangenhai von Baschi ist in der Schweiz seit der WM 2006 in aller Munde.
Mehr als 50.000 Mal verkaufte sich der Nummer 1-Hit und ist damit der zweiterfolgreichste Song in der Geschichte der Schweizer Hitparade. Wir treffen Baschi am Zürichsee. Der Musiker ist nicht nur begeisterter Fußballfan, sondern wäre gern selbst erfolgreicher Profispieler geworden. Allerdings schaffte er es nicht über die zweite Schweizer Liga hinaus. Dafür spielt Baschi jetzt aber in der musikalischen Oberklasse. Ich hatte vor 2 Jahren schon das Glück, mit Bring ihn heim während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland aufzutreten. Und dass aber dieses Jahr der Song nochmal gewählt wird und als offizieller Europameistersong für die Schweiz anerkannt wird, ist doch ein sehr spezielles Gefühl und ehrt mich natürlich auch sehr. Baschis Karriere begann mit einem Fehlstart. Bei einer TV-Castingshow schied er früh aus. Eine Plattenfirma glaubte trotzdem an ihn, mit Recht. Gleich sein Debütalbum 2004 wurde mit Platin ausgezeichnet. 2 weitere Alben folgten. Heute ist Baschi einer der erfolgreichsten Mundartkünstler in der Schweiz. Wir haben extrem viele Bands, viele Künstler, die in der gleichen Sparte tätig sind wie ich, nämlich in Mundart. Es hat nicht leider für alle Platz und da muss man schon Gas geben, damit man sich behaupten kann. Bis jetzt hatte ich wirklich guten Erfolg, Konzerte, konnte viele CDs verkaufen und es lief eigentlich wirklich alles wie am Schnürlein. Das hofft Baschi natürlich auch für das Schweizer Nationalteam. Ein Besuch im Züricher Letzigrundstadion. Hier werden bei der Euro 2008 die Spiele der Gruppe C ausgetragen. Vor 2 Jahren hat man gesehen, dieses Schweizer Team ist zu großem fähig. Achtelfinale war Endstation, jedoch wäre das Viertelfinale ganz klar drin gelegen. Und ein Turnier im K.O.-System, da sind Explosionen zu erwarten und da kann es wirklich mal richtig geil abgehen. Und wenn die Schweiz einen guten Lauf erwischt, dann könnten die auch Europameister werden, oder? Weil Baschi während der Euro 2008 auf den Fanmeilen in der Schweiz auftreten wird, kann er sein Team nicht im Stadion anfeuern. Ein Fernseher im Backstage-Bereich ist da die Rettung. Die Stärke sicher auf Hinblick dieser Euro sind sicher die Fans. Der 12. Mann, wie man so schön sagt, die Euro findet im eigenen Land statt. Kein einziger Spieler wird das jemals wieder erleben. Auch ich wahrscheinlich nie mehr. Wie auch immer die Spiele ausgehen werden, die Fußballfans dürfen sich in jedem Fall auf ein ganz besonderes Land im Herzen Europas freuen. Wir haben einfach schöne Berge, feine Schokolade und guter Käse und also die Schweiz ist fast schon zu perfekt, oder? Und deswegen möchte man auch nicht tauschen. Trotzdem will Baschi den musikalischen Sprung nach Deutschland wagen. Vielleicht klappt das ja schon nach der Europameisterschaft. Über 3 Meter lang, chromblitzend und schnell wie eine Harley-Davidson. Das sind Trikes, motorradähnliche Fahrzeuge mit 3 Rädern statt 2. Wer ein Trike fährt, der will auffallen und sicheren Fahrspaß genießen. Seit 1980 erobern die Trikes auch Deutschland mit steigender Tendenz. Man braucht dafür nicht mal einen extra Führerschein. Die Fahrerlaubnis fürs Auto reicht. Wir waren beim Saisonauftakt dabei. Im sächsischen Städtchen Hohenstein treffen sich Trike-Fahrer aus ganz Deutschland auf dem Weg zur traditionsreichen Rennstrecke Sachsenring. Mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde genießen sie den Fahrtwind. Auf einem Trike sitzt es sich bequemer als auf einem Motorrad, doch das Lebensgefühl ist dasselbe. Freiheit. Über den Asphalt schwebend, dahin gleiten durch die Kurven, auch schnell fahren, das gibt's nur mit dem Trike. Man ist halt Witterung ausgesetzt, was man heute nicht ist. Man fällt immer auf und das ist schön, weil du da auch von vielen angesprochen wirst und einfach mit den Leuten auch ins Gespräch kommst. Seit 15 Jahren ist Harald Schmitz begeisterter Trike-Fahrer. Vor 10 Jahren gründete er seine eigene Firma in Köln und stellt Trikes in Handarbeit her.
Schmitz hat den Saisonauftakt mitorganisiert. Ja, also jeder kann Trike fahren, der auch ein Auto fahren kann. Es gehört eine gewisse Einweisung ins Fahrzeug, man bekommt das Fahrzeug erklärt und nach kürzester Zeit fühlen sie sich auf dem Fahrzeug sicher und können selbst hier an so einem Training teilnehmen und auch Extremsituationen üben. Beim Sicherheitstraining auf dem Sachsenring können die Fahrer testen, wie gut sie ihre Maschinen beherrschen. Lenken und Bremsen sind im Auto komfortabler als auf dem Trike. Doch im Vergleich zu den Motorrädern hat es ein paar klare Vorteile. Also ein Trike ist sehr sicher, es kann nicht umkippen, weder nach hinten noch zur Seite. Man denkt vielleicht oft so beim ersten Mal, kann das funktionieren, aber wir haben es ja eben bei dem Fahrersicherheitstraining gesehen, die Trikes liegen sehr gut, durch die direkte Lenkung sehr gut beherrschbar. Bremsen genauso gut wie ein Auto, es gibt eigentlich keinen Unterschied, im Straßenverkehr bewegt man sich genauso mit, genauso sicher. Eine Situation, die jeder fürchtet. Vollbremsen auf nasser Fahrbahn. Doch Trikern geht es nicht nur um sichere Fahrtechnik. Ja, das Besondere ist die Atmosphäre, die Freundschaft untereinander, die Freiheit, mit dem Trike über die Straßen durch schöne Landschaften zu fahren oder hier auf einer Rennstrecke mal einfach zu sein und dieser Zusammenhalt. Ja. Ein exklusives Hobby für Motorradfans, die das Besondere suchen. Immerhin kostet ein Trike zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Dafür bekommt man in Deutschland auch schon einen Mittelklassewagen. Mehr als 500 Trikes werden jedes Jahr in Deutschland neu zugelassen. Ein Autoführerschein reicht aus. Und dann muss jeder Fahrer üben, üben, üben. Jeder braucht Training, weil man kommt im Alltag nicht in jede Situation rein und man kann diese Situation hier nachstellen. Das Ausweichen auf einer nassen Straße, auf einem Gleitbelag, eben alles eben simulieren, das was einem im Alltag eben passieren kann und das haben wir halt heute hier trainiert. Die Saison ist eröffnet und so sind sie nun wieder unterwegs, die gut 7000 Trike-Fahrer Deutschlands. Und das waren unsere Highlights. Einige Geschichten davon können Sie auch bei www.youtube.com/deutschewelle nochmal anschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.